die letzten Tage viel drücken und Stabi für den Bereich. Das heißt, wir machen heute mal zu und wieder was für die Beine. Ihr nehmt euch den Stuhl, wieder der Hinweis, bitte prüft vor, ob das Mobiliar das auch aushält. Okay? Und wir machen im Grunde einen Boxsteigen bzw. Stuhlsteigen. Ihr geht hoch. Ich mache es immer gerne, dass ich mit dem Bein antippe, damit ich quasi nicht ständig irgendwas verwechsle und immer mit dem gleichen Bein absteige. Ja, einfach auf die Boxsteige. Guckt doch mal so, je nach Trainingsniveau, 20 bis 30 Wiederholungen. Und das kombiniert mit einer Zugübung. War nicht meine Idee, hat jemand gefunden und mir gesendet. Ich fand es gut. Hier wieder Sicherheitsaspekt beachten. Ihr nehmt euch so ein Bändel, haben einige von euch sich bei uns ausgebohrt, könnt ihr euch gerne auch holen. Und dann könnt ihr Ruhe, den Sesselstuhl, die Couch, was auch immer stabilisiert ist mit den Beinen. Und dann macht ihr hier eine Zugbewegung draus. Könnt ihr auch um einen schweren Sesselturm machen. Dann habt ihr nicht so die Bauchbelastung, könnt euch mehr aufs Ziehen konzentrieren. Ansonsten geht das hier auch. Und wenn ihr schon mal haben wollt bei der Geschichte, dann greift ihr das Band halt einfach vor. Ihr könnt das grundsätzlich mit der Bruder machen, dass ihr sagt, ich ziehe hier mal 1 bis 2 Minuten durch. Je nachdem, zu wie viel ich in der Lage bin. Dann atmet man eine Minute durch und dann den Turnus von vorn. Also 20, 30 mal auf die Box steigen, insgesamt mit beiden Beinen, 1 bis 2 Minuten rudern, 1 Minute Pause, 10 bis 20 Durchgänge, feuerfrei bis gleich.